guten Abend. Hört man mich? Oder ist die Lautstärke zu laut vom Ton? Bestimmt, ne? Von der netten Funktion vom FOE-Helfer irgendwie direkt mal alle Musik abzuspielen, die Forge of Empires so hat. Habt ihr sie schon entdeckt? Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich würde einfach gerne nur... Ja, Musik ist etwas laut, genau, dachte ich mir schon. Die ist hier auch auf volle Pulle, interessanterweise. Vielleicht kann ich ja nochmal versuchen. Jetzt springt es von alleine wieder aus. Komisch. Ja, nee, ich glaube, das ist eh zu laut. Aber es geht irgendwie von alleine wieder aus, wenn dieses Menü hier offen ist. Aber es ist, finde ich, ganz nett. Dann hat man mal ein bisschen Abwechslung in der Playlist hier von Forge of Empires und nicht immer die gleiche Musik, weil in so einem Zeitalter ist man ja schon verdammt lange. So. Wie geht's? Ich war nicht da. Ich war wenig im Spiel. Ich habe viel nicht gemacht. Und wollte jetzt mal flott über die Zeitalter gehen und gucken, ob ich vielleicht noch ein paar Quests nachholen kann. Ja, ich habe auch nie Sounds an, aber seitdem ich dieses Feature hier vom FOE-Helfer habe, habe ich es mal angemacht, mal wieder. Also, weil es ist halt nicht immer das Gleiche. Muss ich sagen. Und von daher, also manchmal ist es dann tatsächlich auch, denkt man sich, echt schöne Musik, die da drin haben. Und wäre doch schade, wenn die nicht gehört wird. Schöne Musik, die sie da haben. Wäre ja schade, wenn sie niemand hören könnte. Ja, wo bin ich denn so? Wo bin ich denn so? Wo seid ihr denn so? In der Questline vom aktuellen Event. Seid ihr schon on time? Ich bin gerade bei Quest 44 von 45. Fehlt jetzt nicht mehr viel, um auch die fertig zu machen. Aber hier in meiner Hauptstadt ist es jetzt nicht so das Problem. Das ist eher in den anderen. Fünfmal aktuell, sehr schön. Pi, sehr gut. So macht man das. Spielst du Anno, Pi? Neunmal aktuell, das ist fleißig, Samson. Sehr, sehr fleißig. Was ist denn aktuell? Welchen Tag haben wir denn jetzt? 56 minus 9? Oder 56 minus 8? 17 Mal aktuell. Wow. FOE, ja. Das ist auch total, total nachvollziehbar. Haben wir Tag 48? Also Quest 48 heute? Ist das tagesaktuell? Ja. Okay. Danke. Gut, also ich hänge hier auf meiner Hauptwelt nicht weit hinterher. Aber ich bin jetzt auch nicht in Eile. Ich würde jetzt gerne hier noch die 2 Stunden 42, also bis morgen früh, abwarten. Und dann kann ich die Quest hier zu den Feuerwerken abschließen. Und dann kommt ja auch diese Gebäudeverbesserung. Da würde ich gerne die Hutfabrik auf 100 bringen, damit ich da schon mal 100 drin habe. Und dann noch irgendwas anderes machen. Und mal gucken, wie weit ich in der Questline noch komme, bevor ich die dritte Stadt dann abschließe und die vierte beginne. So, also Hauptstadt ist soweit okay. Wobei, ein paar Kleinigkeiten fehlen hier noch.
Und ich bin in der GG, in den Gildengefechten so schlecht wie noch nie. In dieser Saison. Also ich habe so wenig Kämpfe gemacht wie noch niemals zuvor, glaube ich. Aber ja, das ist halt der Forge of Empires Blues. Nee, also vor allem ist es auch der GG Blues. Also nee, das ist nicht die GG. Das ist nicht die GG. Das ist die GG. Genau, ich bin immer noch bei null Zermürbung. 308 Kämpfe gemacht. Also quasi nix. Und anscheinend geht das nächste erst um 1:47 Uhr auf. Also kann ich hier irgendwie Randsektoren machen. Aber das ist ja auch jetzt nicht besonders spannend. Aber ich muss noch 425 haben am Ende. Wobei ein paar Tage sind es ja noch. Von daher werde ich schon noch hinkriegen. Auch wenn ich jetzt nicht so groß Lust habe, GG zu spielen. Mögt ihr die GG noch? Oder ist euch das langsam auch ein bisschen fad? Also, ich meine, es ist halt relativ stures Rumgekloppe, wenn man die Planung nicht macht, sagen wir es mal so. Und wenn man jetzt auch nicht wirklich scharf drauf ist auf die Gewinne, weil man eh schon alles hat. Von daher ist es irgendwie ein bisschen unspannend geworden, die GG zu machen. Aber ich helfe jetzt hier mal noch beim Einnehmen dieses Sektors. Ist ja eh gleich geschafft. Zwei, eins, meins. Naja. Im Gesamtrang in der GG meinst du, also hier? Oder was? Weil sonst in der Gildenrangliste ist es ja, naja, da ist es aber vor allem vom GVG abhängig. Aber ich habe ja gesehen, dass ihr fleißig wart beim GVG. Also von daher, warum nicht? So, hier sind leider noch irgendwie so kleine Stoßstellen im Beton von meinen Straßen, aber die zu finden ist wieder echt schwer. Keine Ahnung. Du hilfst nicht freiwillig, aber du hast doch letztens GVG gemacht, oder war das auf einer anderen Welt? Ja, sorry. Ja, das kriege ich vielleicht noch hin. Ach so. Der Boss war im Stream. Und dann musstest du arbeiten quasi, weil er zugeguckt hat, weil er dir über die Schulter geschaut hat.
Das ist natürlich gemein. Das ist natürlich gemein. Ja, hier bin ich, glaube ich, noch nicht so weit. Erst bei 33, wie ihr seht. Von daher habe ich noch einiges vor. Josie, ja. Josie ist der Boss. Die Boss. Die Boss, die. Und wieder was auf der Straße. Hier ist es noch halbwegs überschaubar mit den Straßen. Vielleicht erwische ich das Bäumchen noch. Da ist eins. Das andere habe ich jetzt nicht. Ja, das neue LG. Also ich habe es mir noch nicht persönlich angeschaut. Ich habe es jetzt auch nur bei euch gesehen im Stream. Beziehungsweise in Videos von FOE Elite und von Mooing Cat, genau, Mooing Cat. Und bei euch eher im Discord, ne? Eher im Discord. Genau. Der FOE Elite war relativ begeistert von dem neuen LG, weil das ja auch Gildengüter bringt. Aber ich glaube, er hat nicht ganz bedacht, dass da noch ein kleines Wörtchen stand. Das hat er bestimmt übersehen. Und das hat Mooing Cat nicht gemacht. Ich gehe mal auf den Beta-Server. 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 So, hier. Link. 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 Und zwar in der Beschreibung für den zweiten Effekt. Dachte er, dass der Effekt ja ganz hilfreich ist. Also vielleicht hat er es auch mitbedacht, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, wo kann ich das überhaupt sehen? Kann ich gar nicht sehen, ne? Ich kann es nur sehen. Hat schon irgendjemand auf dem Beta-Server dieses Ding gebaut? Habt ihr das verfolgt? Wie heißt es? Irgendwas mit Core, ne? Ist es nicht irgendwie AI Core oder sowas? Aber das sucht nach Spielern. Ja, das hilft nicht. Das hilft nicht. Player, Great Building. Danke für den Tipp. Ah ja. So, AI Core Open. Schon auf 100, okay. Gut, wir haben 207 Güter auf 100. Und bei der Arche. The Ark. Da ist Level 100, 202 Güter. Naja, das ist jetzt kein großer Unterschied. Ist quasi dasselbe. Ein bisschen mehr, also dieser AI-Core bringt ein paar mehr Güter als die Arche. Ich glaube, er ist ein bisschen kleiner, oder? Die Arche ist 7x5 und der AI-Core ist 5x5, wenn ich mich nicht irre. Ja. Von daher bringt er mehr Gildengüter auf kleiner Fläche. Ja, eine FP-Sache ist es sicherlich. Ja, das stimmt. Allerdings
Jetzt erinnert mich das Ding wirklich an Portal, ja? Dieser Chor da drin. Ich werde ja Portal bestimmt demnächst weiterspielen. Und dieses kleine Ding da in der Mitte, das werden wir da sicherlich noch zu sehen bekommen, irgendwann, früher oder später. Also etwas, was so ähnlich aussieht wie das Ding da in der Mitte, diese Kugel mit dem Leuchten. Ja, vielleicht ist es tatsächlich auch eine Anspielung an Portal. Könnte sein. Das ist ja auch ein AI-Core bei Portal. Ja, und diese Special Goods Production geht hoch auf, oder es geht Richtung 50%. Es dreht sich tatsächlich sehr schön, ja. Also ist eine Animation drin. Das ist natürlich dann nett. Ja, das. This only applies to Arctic Harbor, Oceanic Terminal and the Good Synthesizers. Das ist halt das, was mich ein bisschen daran stört. Also im Prinzip ist das Gebäude nur sinnvoll in den Zeitaltern arktische Zukunft und ozeanische Zukunft, weil die Good Synthesizer stellt man sich im Idealfall gar nicht auf, weil man ja eh schon Güter vorproduziert hat und dann die nicht braucht. Also, es hilft sicherlich, wenn man das AI, also wenn man den AI-Core hat, um schneller durch diese beiden Zeitalter zu kommen, aber dann eben auch nur durch diese beiden Zeitalter. Und danach hilft es, wenn man Good Synthesizer verwendet. Aber ja, es ist tatsächlich nicht wirklich der Hit. Ja, dann bekommst du halt 147. Ja, klar, also auf 80 dann vielleicht 140, keine Ahnung. Na, du kommst schneller durch. Also, ich glaube, es wurde ja mal ausgerechnet von irgendjemandem. Hallo, Sikat. Es wurde mal ausgerechnet, dass man für ozeanische Zukunft, glaube ich, ungefähr einen Monat braucht, wenn man aktiv spielt. Ohne Weltraumfrachter. Und mit Weltraumfrachter geht's schneller. Das sind hochwissenschaftliche Berechnungen, die ich hier zitiere. Und mit AI-Core geht's noch schneller. Genau, also äußerst präzise Analyse, würde ich sagen. Also, wer da schnell durchkommen will, vielleicht ist es für den was. Aber ansonsten würde ich tatsächlich auch sagen, braucht man jetzt nicht so richtig dringend, ne, den AI-Core. Bin schon wieder bei. Stellt sich anscheinend automatisch um. Aber auch fleißig das Ninja Aldin, retired vor allem. Das Ding schon auf Level 100 hat. Insbesondere wenn er retired ist. So. Leiden wie wir? Nein. Die müssen jetzt nicht mehr leiden. Also wir mussten ja auch leiden, weil es so lange gedauert hat, bis die einzelnen Teile des Zeitalters rauskamen damals. Wobei ich damals noch gar nicht in dem Zeitalter war. Ja, es kommt ja wieder nur ein LG, weil das ja auch die letzten Male immer so war, ne? Ich glaube, seit dem Mars, oder? Schon. Das kann man doch in der Forschungsübersicht sehen. Ne, im Mars gab es noch zwei. Da gab es das sinnlose Virgo-Projekt. Gut, sehen manche nicht so. Und den Stargazer. Gut, Astro, dann jeweils immer nur eins.
Stargazer sehe ich übrigens nicht so. Also, ich finde den Stargazer schon okay. Also, naja, es kommt drauf an, ne? Also, er produziert halt Güter aus dem Zeitalter davor und du kriegst halt die Güter aus dem Zeitalter davor nicht. Es verteilt nicht, aber es ist egal. Also, du kriegst ja immer mal wieder andere. Und du hast halt normalerweise keine Produktion aus dem Zeitalter davor, es sei denn, du hast halt irgendwie Gebäude stehen lassen in dem Zeitalter. Oder du hast so viel Backup in deinem Inventar, weil du einfach so viel und so lange angesammelt hast, dass es dir ziemlich egal ist, ob du dann ein Jahr lang auf einem nächsten Zeitalter spielst und keine Güter des Zeitalters davor produzierst. Kann sein. Und runterhandeln ist, glaube ich, mit den Gütern auch nicht so schwer, ne? Also, wenn man in den hohen Zeitaltern ist. Wenn man jetzt in der Zukunft ist, ist es, glaube ich, ziemlich geil, wenn man den Stargazer hat. Weil Morgengüter kriegst du so schlecht. Und es gibt so wenig Spieler im Morgen, weil die meistens gleich in die Zukunft gehen. Und von daher. Ist ja schon okayisch. Ich habe den halt auch gebaut zum Güter produzieren. So, ich soll 500 ausgeben. Das kriege ich hin. Ich habe, glaube ich, hier noch nicht alles fertig gebaut. Erstmal die Tischdecke. So, 500 ausgegeben und 8 Forge-Punkte ausgeben. Kriege ich auch noch hin. Okay. Danke. Danke, Cyborg. Ich habe hier auf A in meiner Gilde, die sich Twist of Fate nennt, so wie, also ist im Prinzip ein Ableger der Gilde von meiner Hauptwelt. Auf meiner Hauptwelt, die ist ja Twist of Fate die Top-Gilde. Schon seit geraumer Zeit. Und im Moment auch wirklich unantastbar. Also seit über 1000 Tagen. Und die zweitbeste Gilde, die hat zwar mehr Top-1-Tage, aber die ist weit abgestürzt, weil die lange nicht mehr die Mitglieder haben, wie sie früher hatten. Und von daher können die nicht mehr wirklich konkurrieren gegen Twist of Fate. Und die sind halt auch große Konkurrenten von uns. Und ich bin auf A bei Twist of Fate eingetreten, weil ich das lustig fand. Und da spielen halt wirklich auch Spieler von Twist of Fate. Aber ich habe hier einen mittelschweren Eklat ausgelöst, weil ich einfach ungefragt in die legendären Gebäude meiner Gildenkollegen eingezahlt habe. Zu ihrem Vorteil mit einer 1,9er Förderung plus ein oder zwei Forge-Punkte. Aber es war trotzdem für einige ein ganz großes Problem. Und ja, von daher versuche ich mich jetzt zu bessern. Ja, wie kann ich es wagen? Ich versuche mich zu bessern und nicht mehr einzuzahlen. Das Problem ist, ich habe halt meine Zeus-Statue hier und ich habe den Harley als meinen Förderer. Oh. Harley. Also. Marco, bleib! Ja, ich hab hier Harley und der pusht meine Arche, mein Zeus wie wahnsinnig, weil er selber die Blaupausen braucht für sein Zeus. Und ich habe offenbar den Moment verpasst, hier die Zeus-Statue auszuschreiben, sodass noch irgendjemand hätte irgendwie Forge-Punkte einzahlen können. Also falls ihr auf A seid, werft gerne hier irgendwie
mal mindestens einen Fortpunkt rein, damit ihr den letzten Platz abbekommt. Also, falls es euch nicht, falls es, das ist gefährlich, ja, das stimmt tatsächlich auch. Also nicht, dass ich da gesperrt werde, aber ich kann halt auch nichts dagegen machen. Der spielt, nö, nö, der spielt. Der Hardy spielt, der spielt halt nicht besonders effizient und der pusht halt seinen eigenen Forge, seine eigene Zeus-Statue und zahlt immer bei mir ein, damit ich Blaupausen bekomme und ich zahle dann immer mal wie bei ihm auch ein bisschen was ein, damit ich auch Blaupausen bekomme, die Zeus-Statue weiter ausbauen zu können, weil er die wie verrückt levelt. Ja, ich hoffe, ich werde nicht gesperrt, weil jemand anderes mein LG levelt die ganze Zeit. Aber ich habe ja genug Videodokumentation, dass ich, dass ich da nicht für verantwortlich bin. Muss ich nur allen, den Inno-Mitarbeitern dann meine Videos zuschicken und die müssen die sich dann alle angucken und dann müssen sie mir auch noch glauben, dass ich auch im Video keinen Quatsch erzählt habe. Genau. Ja, wie gesagt, soll er machen. Soll er machen. Ich hoffe nur, dass die Plätze nicht immer so unbelegt rausgehen. Von daher, wenn ihr auf A seid, zahlt doch mal einen Forgepunkt ein. Wenn ihr dann unten rausfallt und der Forgepunkt nichts gebracht hat, ist nicht so schlimm, denke ich, für die meisten von euch. Wenn ihr 125 Forgepunkte zurückbekommt, auch nett. Zahlt ein bisschen was ein. Naja, auf jeden Fall hatte ich bei Gildenkollegen in die Zollstatuen eingezahlt zu ihrem Vorteil und bei manchen hat es halt auf Missgunst, Missfallen, wie auch immer. Manchen hat es missfallen. Ja, das ist schon komisch, Pi. Das ist dann auch schon übertrieben, muss ich sagen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Diamanten irgendwie blauer sind als früher. Aber zum Beispiel bei Zockit im Stream wurden ja auch die legendären Gebäude gelevelt direkt, wenn er gestreamt hat und mal ein legendäres Gebäude aufgebaut hat. Und das ging ja zum Teil auch extrem hoch, was er da an Forgepunkten bekommen hat. Und da hat ja auch niemand was gesagt. Können sie ja auch nicht, sonst verlieren sie ja ihren Videoproduzenten oder einen ihrer Videoproduzenten. Ja, komisch. Ja, da wird schon ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Das ist schon nicht so schön. Oh, das investiere ich hier mal, damit ich das hier schon mal angehen kann. Ich glaube, dann bin ich auch. Nee, durch bin ich noch nicht. Gute Nacht. Mein Rücken. Lange kein Fußball gespielt. So. Okay, also hier stehe ich noch ein bisschen, hänge ich noch ein bisschen zurück. Und der Freakman ist leider nicht da, ne? Pi, komm doch mal vorbei. Massiere mich mal. Oder jemand anderes, der mir mal flott Güter annehmen kann? Ich erstelle mal einen Handel.
Auf A grad. Also es ist tatsächlich auch öfter mein Hauptproblem, dass ich an Quests hänge, wo ich Güter produzieren muss. Massieren heißt Güter tauschen. Ja, genau. Dass ich an Quests hänge, wo ich Güter produzieren muss. Einfach weil ich zu faul bin, diese Handel zu erstellen. Kalkstein gegen Eisen. Jetzt habe ich den nur Gildehaken gemacht, also könnte er gar nicht annehmen. Ich stelle es nochmal ein. Eisen gegen Kalkstein. Ah. Ups. Pi, hast du wirklich geschlafen? Also, dann lösche ich die wieder. Und wäre lieb, wenn du den Ringtausch mal annehmen könntest. Oder du sagst mir mal eben. Ich finde dich schon. Du bist keine Gilde, oder? Halt. Nein. Das wollte ich noch vermeiden. So. Also wäre lieb, wenn du es annehmen könntest. Dann hätte ich die Quest nämlich schon erledigt. Und würde zur nächsten Quest weiterkommen. Josie massiert dich. Okay. Dann gehe ich mal in die nächste Welt. Und ich komme nach A bestimmt zurück. Ach, du hast die Güter nicht. Naja, schade. Dann gehe ich doch nochmal zurück. Und vielleicht hat ja jemand von den Leuten aus der Gilde dann in der Zwischenzeit die Güter angenommen. Und das wäre dann auch eine Lösung. So. Zack. Hoffentlich sind nicht nur die online, die mich jetzt nicht mehr mögen, weil ich in ihre LGs eingezahlt habe. So. Ja, viele Produktionen zum Abschließen waren da auch und auch mehrfach 8 Stunden und so, ne? Also ich darf nicht zu sehr nachhängen, weil sonst kann ich mich tatsächlich in Probleme manövrieren. Weil es nicht so einfach ist, die Questreihe noch irgendwie in den letzten Tagen durchzuziehen, wenn man nicht, zumindest wenn man nicht genügend von diesen Produktionsboostern hat. Wo bin ich hier? Ähnlich weit. Hänge eigentlich auch bei den Gütern. Gut, das ist jetzt hier aber nicht so schwer. Aber ich habe keine Güter-LGs. Ja, und der FOE-Helfer hat seit dem letzten Update die Icons geändert, die Reihenfolge der Icons geändert. Das irritiert mich gerade ein bisschen, weil ich jetzt die Icons, die ich brauche, gerade immer schlecht wiederfinde. So. Ja, ich kann sie umziehen, das ist schon klar. Aber ich muss es jetzt halt wieder überall machen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man irgendwo einstellen kann, macht die Einstellung überall gleich oder sowas. Das würde vielleicht helfen. Dann kann ich sie mir einmal zurechtziehen und dann irgendwie Einstellungen überall gleich vornehmen oder sowas. Aber ich habe mich im Menü noch nicht umgeschaut, ob ich das eventuell machen kann. Aber es ist ein bisschen schade, dass die Anordnung sich geändert hat im letzten Update. Aber auch gewissermaßen auch nachvollziehbar, weil sie einige Icons getauscht haben. Und dadurch konnten sie das wahrscheinlich nicht so einfach sich merken. Weiß ich auch nicht. Ja.
Ja, genau. Also habe dasselbe Problem, genau. So, dann hier mal fleißig einsammeln. FOI-Helfer, mit dem FOI-Helfer, blaue Galaxie-Helfer. Verlassene Anstalt Adlerberg. Tresor, blablub. Wird schon richtig sein. Hier und da und tralala. Winterdom und Piratenschiff. So. Ja, ist okay. So. Das war einfach. Drei kulturelle Gebäude erledigen oder Kämpfe machen. Kämpfe machen ist einfacher. Erledigen. Bauen, errichten, ne? Heißt es. Errichten. Kämpfe machen ist einfacher. Insbesondere hier auf der Welt, wo ich die notwendige Kampfkraft habe, um mit dieser Einstellung hier auch auf Stufe 1 ziemlich durchzubrezeln. Mit dieser Armeekonfiguration. Ja, ich weiß ein paar Dinge, die lustig sind, aber ich weiß nicht, was du meinst. Sechs Kämpfe gewinnen. Einen noch. Wobei mir spontan nichts Lustiges einfällt. Und 12 Forgepunkte ausgeben. Das ist doch hier schon alles gut gefüllt, oder? Nein, 19. Ach Mann, warum zahlt er denn zu wenig ein? Soll der Geiz. Kriegst du geschenkt. So, bitteschön. Okay. Da hat er, was er wollte. Kriege ich nochmal 30 Forgepunkte hinterhergeschmissen. So. Ja, geil. Geil. Ja, auf einer Nebenwelt ist es sowieso immer fraglich, ob es so sinnvoll ist, auf Siegerplätze zu gehen oder auf Kampfkraftverstärkung. Das kommt dann sicherlich auf den Zweck der Nebenwelt an, ne? Also eine Wunschbrunnenwelt ist es wahrscheinlich nicht, oder? Kampfstadt. Aber ist richtig, die Siegerplätze, die steigen ja auch mit dem Zeitalter, ne? Von der Kampfkraft. Und von daher sind die in der Eisenzeit dann deutlich weniger effizient als andere Gebäude, die immer die gleiche Kampfkraft haben. Wie beispielsweise die Botanische Rotunde, wenn ich mich nicht täusche. Wobei, naja, sicher bin ich mir nicht. Aber es gibt einige. Auf jeden Fall das Schiff, das hat immer 8%. Das hat in meiner Hauptwelt 8% und ist deshalb in der Hauptwelt auch nicht mehr besonders effizient. Wie Pi Stadtbesuch am Wochenende schon richtig, richtig analysiert hat. Aber in der Eisenzeitstadt sind 8% schon gut. Ich weiß gerade nicht, wie das mit der Rotunde ist. Hier haben wir bei der Feuerpagode 6%, ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, das ist auch mit Anstieg. Genau, hier habe ich 12%. Prozent hat die Rotunde in der Eisenzeit und der Siegerplatz auf Stufe 2. Dann hat es aber auch weniger. Die Rotunde hat ja hier bei mir auch 10. Marmortor. Marmortor hat, glaube ich, auch Anstieg. Hallo Master of Disaster. Bestimmt auch Master of Disaster. Ausgesprochen. Hallo Donata,
Antike Gesichter Stufe 2 sind gut. Mit 3% auf 2x2. Das stimmt, Onata. Das stimmt. Die sind echt richtig gut, ja. Für eine Eisenzeitkampfstadt. Ja, also wenn man nicht vom Level aufsteigen will. Ich glaube, ich muss mal meine Liegestützkamera anmachen und ihr müsst mich zum Liegestütze machen zwingen. Apropos. Oh. Ich habe mir eine neue Tastatur geleistet. Sieht man gar nicht, ne? Sieht man gar nichts. Die leuchtet schön und hat hier so eine Halterung fürs Handy. Ist eine G950 von Logitech. Ja, meine Liegestütz-Webcam ist nicht besonders gut. Ich meine, die Ausleuchtung hier ist die gleiche. Die Ausleuchtung ist komplett die gleiche. Und man sieht fast gar nichts damit. Die ist halt auch schon 20 Jahre alt oder 15. Aber es sollte reichen. Ja, ich bin auch gerade, also ich habe die heute erst angebaut und ich bin noch am Entdecken. 4K-Cam? Nee, das ist übertrieben. Aber Onata, der Tipp ist echt gut. Antike Gesichter. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, dass ja für kleine Zeitalter vielleicht ganz andere Gebäude die effektivsten sein könnte. Und antike Gesichter könnten mit 3% auf 2x2 Fläche, das sind fast 1% pro Fläche in der Eisenzeit, also es sind 0,75%, oder Prozent ist Quatsch, eine Effizienz von 0,75 Kampfkraft pro Feld. So, man hier kann Quatsch erzählen. Und das ist verdammt gut. Und ich weiß nicht, ob du das bei anderen Gebäuden in der Effizienz kriegst. Also wir haben hier im Adlerberg, wenn man das zusammen addiert, das sind das 19 plus 14. 19 plus 14 kann ich auch im Kopf rechnen, aber gerade nicht. Und es hat eine Grundfläche von 6 mal 4, also 24 durch 24. Also der Adlerberg ist besser, auch in der Eisenzeit. Mit 1,375. Aber du kriegst halt auch nicht so viele Adlerberge. Und die Feuerpagode ist definitiv schlechter mit den 6% beispielsweise. Und auch der Kohleexpress ist schlechter. Also wenn ich da jetzt nicht noch einen Wagen dran hätte. Ja, ich rühre den lieber nicht an. Genau. Also Tor des Sonnengottes und antikes Gesicht definitiv eine leicht zu bekommen. Einerseits leicht zu bekommen und andererseits sehr effizient in der Eisenzeit. Also habt ihr definitiv recht, Onata und Master of Disaster. Neu ist immer gut, egal was. Kommt drauf an. Eine neue Krankheit ist nicht so geil. Oh, Gaming-Tastisch, YouTube. FOE Statistiken. Vielen Dank für deinen Raid mit 3 Zuschauern. Schön, dass du da bist. Ich kann leider nicht sehen, was du gespielt hast. Ich könnte nur noch ahnen, dass du vielleicht
dass du vielleicht Wolfenstein gespielt hast. Guten Abend. Was hast du gespielt? Ich hatte ja schon mal reingeschaut, also Wolfenstein Lost Ark. Das habe ich jetzt, ist mir jetzt auch öfter begegnet, aber ich habe da noch nie reingeschaut, ehrlich gesagt. Also bei keinem Streamer oder keinem Video. Ark Survival Evolved, also noch was ganz anderes. Okay. Sagt mir nichts. Tyrawal, schlaf gut. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Okay. Gut. 5 Minuten Produktion, das kriege ich auch noch hin. Ein Spiel mit Dinos. Ja, Dinos sind immer gut. Also meine Tochter findet Dinos super. Und ich fand Dinos. Ach, ich finde Dinos auch immer noch gut. Ich finde es auch super, dass meine Tochter Dinos gut findet. So. Die war jetzt zum Fasching, war sie als Dino verkleidet. Als T-Rex. Und ich muss ganz oft T-Rex mit ihr spielen. Also, ich bin ja der Papa T-Rex oder der Baby T-Rex und sie ist Mama T-Rex oder sie ist der Baby T-Rex. Irgendwie ständig sowas. Also, Dinos sind sehr, sehr hoch im Kurs. Nicht nur bei dir, obwohl ich Statistiken, sondern auch bei den Kleinsten. Immer noch. War damals, wo ich jung war, nicht anders. Ist halt auch faszinierend mit diesen riesigen Wesen, die es nicht mehr gibt. Andererseits könnte man ja auch über, ja, sich über die Tiere der Zeit nach den Dinos oder über irgendwelche Meeresgiganten oder sowas. Aber das ist nicht so populär. Kennen wahrscheinlich auch einfach nicht so viele. Gibt es nicht so viele Dokus drüber oder so viele Filme, Kindersendungen, was auch immer. Es ist schon etwas gehypt auch. Ich habe meiner Tochter am vorletzten Wochenende war ich bei meinen Eltern. Und da habe ich ihr meine Dino-Kartensammlung gezeigt, die ich damals irgendwie mit 12 oder sowas gesammelt habe. Pferde werden bald interessant. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, meine Tochter reitet ja auch. Aber sie findet Pferde nicht so interessant. Sie reitet aus therapeutischen Gründen. Weil sie so ein Hüftproblem hat. Und das ist gut. Also Reiten ist gut gegen eine Hüftdysplasie. Also liegt in der Familie, habe ich auch. Genau. Und ja. Aber sie interessiert sich nicht so wirklich dafür. Also mal davon abgesehen, dass sie Reiten schon ganz schön findet, sind jetzt Pferde nicht ihre Lieblingstiere, glaube ich. Sie sind halt einfach da. Man kann auf ihnen reiten. Ich glaube, ein begeistertes Pferdemädchen wird sie nicht. Ich hoffe nicht. Ich wünsche mir meine Tochter auch lieber auf einem Dino reitend. So. Ein. Irgendwo ist noch so ein Bäumchen. Egal. Kann ich ja auch erstmal jetzt in die nächste Welt wechseln. Wobei, hier kann ich das fertig machen. Yes. Und das investiere ich hier auch mal wieder. Gut, sehr schön. Und das auch noch, oder?
Weil danach müsste ich noch Hüte in der Hutfabrik herstellen. Ja. Das dauert auch noch mal ewig. Gebäude 200 Mal verbessern. Ah ja. Mal gucken, vielleicht bricht es auch ab. Die Städte. Ja, oder Mittelstürmerin im Fußball. Das definitiv wäre das mehr nach meinem Geschmack. Ich bin ja selber begeisterter Fußballspieler. Ich habe es immer sehr geliebt. Danke übrigens fürs Annehmen, wer auch immer das jetzt war. Fußball selbst zu spielen, obwohl ich gar nicht so der Fußball-Zuschauer bin. Vielleicht auch ungewöhnlich, weiß ich nicht. Also die meisten Leute, die ich kenne, auch die ganzen Leute, mit denen ich zusammen Fußball spiele, die haben auch alle irgendwie einen Lieblingsverein und schauen dann gerne Fußball oder haben sogar mehrere Lieblingsvereine, zum Beispiel aus unterschiedlichen Ländern. Dann haben sie hier in Deutschland irgendwie ihr Lieblingsverein ist dann, keine Ahnung, Bayern und in Italien Mailand und ja, irgendwie sowas. Und dann gucken sie halt alle Spiele in den jeweiligen Ligen und haben dann immer irgendwie Fußballprogramm. Aber ich habe selbst, gucke ich maximal so WM, EM, wenn dann eh alle gucken. Und ja, gehe dann so ein bisschen mit dem Hype mit. Ich finde Fußball zugucken, finde ich auch interessant, aber es kostet halt auch so viel Zeit. Und wenn man schon die ganze Zeit vorm Rechner hängt, um Forge of Empires zu spielen, dann hat man nicht mehr so viel Zeit, um Fußball zu gucken. Ja, life is hard. Definitiv. Finde ich auch sehr interessant, diese Unterwasserwelt. Und bei den Tintenfischartigen gibt es ja auch so viele Spezies und Riesentintenfische und sowas. Da ist nochmal ein ganz großes Mysterium für sich. Also da kann man, glaube ich, auch sehr drin sich rein nörden in das Thema. Müssen nicht unbedingt Dinos sein, aber Dinos sind auch gut. Du kannst die täglichen Herausforderungen wechseln. Dann ist es ein AB-Ding, oder? Dann bin ich jetzt in der Gruppe, wo ich das auf den Live-Server noch nicht kann, weil wenn ich jetzt hier die täglichen Herausforderungen, also mir jetzt die Aufgabe auswähle, dann habe ich noch den alten Questgeber und kann es nicht umstellen. Also du hast auch die neuen Dailies. Also FOE-Statistiken und CCAT haben die neuen Dailies. Ja, ich hab die nur auf der Beta-Welt. Und da hatte ja jetzt beispielsweise Josie die nicht, wo wir letztes Mal im Stammtisch waren, hatten wir das ja herausgefunden. Ich dachte nämlich auch, dass es eine Sache sei, die alle hätten. Aber ganz offensichtlich nicht. Und jetzt ist es wohl so, dass ich unter denen bin, die es auf dem Live-Server noch nicht haben. Tja, da ist es eigentlich sogar ein bisschen wichtiger als auf dem Beta-Server, dass man das hat. Also ich finde dieses Feature wirklich super, ehrlich gesagt. Also wenn man eine Quest tauschen kann, meistens ist ja eine Quest, die so richtig nervig ist, die man nicht machen möchte. Meistens ist es eine, die einen nervt. Und wenn man die tauschen kann, ist es ja schon super. Und für 25 Forge-Punkte, wenn es zwei Quests sind, die doof sind, für 25 Diamanten natürlich, ist es auch gar nicht so teuer, dann nochmal zu wechseln. Und der Preis steigt ja auch nicht.
Von daher. Schade. Stage of Ages. Oh, werde ich noch ein bisschen spielen. Werde ich noch ein bisschen würfeln. Und was gibt's hier? Ich glaube, generell habe ich die König und Königin jetzt schon jeweils. Ich will es auch nur einmal haben, eigentlich. Dann lieber noch mehrfach Stage of Ages. Ja, das heißt schon, dass man es relativ garantiert schafft. Das stimmt. Also, wenn man sonst die Quest zu spät angefangen hat, so wie ich jetzt hier am Tagesende sozusagen, dann hatte man ja manchmal keine Chance mehr, die Produktionsquest zu machen. Und das kann man jetzt halt einfach durchtauschen. Aber ist halt dann im Zweifel teuer. So, einmal Stage of Ages. Nein, das wollte ich nicht drücken. Jetzt habe ich schon zweimal. Aufgebaut habe ich es noch nicht. Egal, aber die restlichen Tickets hebe ich mir auf für die nächsten Tage, die letzten 6 Tage. Und hier kann ich ja jetzt auch alles. Ach nee. 5 Minuten Produktion muss ich hier auch noch anstellen. Hier hänge ich ja mit den Quests auch hinterher, nachdem ich am Anfang natürlich gut vorgeprescht bin in meinem ersten Einblick. Hänge ich jetzt wieder hinterher. Ja, neues Zeitalter ist raus übrigens. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Space Age Jupiter Mond und Space Age Titan wäre dann das nächste. Und möglicherweise wird es noch umbenannt in Saturn Moon oder Saturn Mond, weil sie haben das andere ja auch umbenannt. Wer weiß. Und wir haben tatsächlich eine Unterwasserwelt. Ich weiß nicht. Noch mehr Weltraum. Ja, immer mehr Weltraum. Ich finde es okay, dass es immer mehr Weltraum ist. Was ich nicht okay finde, ist, dass sie so unkreativ sind. Also, dass sie weiter in den Weltraum expandieren, finde ich okay. Es ist auch im Prinzip die Na, die Reihenfolge, wenn man die Technologie hätte, wie man tatsächlich so vielleicht vorgehen würde, ja. Also ob man wirklich in der Venus, in der sehr, wie heißt denn das, dichten Atmosphäre so fliegende Städte bauen könnte, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber zum Mars reisen, dann Stationen bauen, auf den Asteroiden Stationen zu bauen, um da Rohstoffe abzubauen. Das finde ich sehr realistisch. Und sollte auf dem Jupitermond Europa tatsächlich ein großer Ozean existieren, wäre das auf jeden Fall auch ein interessanter Anlaufpunkt. Und ich glaube, Titan. Wie war das mit Titan? Bei Titan bin ich mir gerade nicht sicher. Bei Titan bin ich mir gerade nicht sicher. Ist es der Mond? Wo es auch Gezeiten gibt? Ja, das ist der Mond, wo es auch Gezeiten gibt. Genau.
Das ist sicherlich Rockstar. Ja, Rockstar. Vielen Dank für dein Follow. Das ist sicherlich eine interessante Anlaufstelle auf jeden Fall. Und ich glaube, da wurde mit Sonden festgestellt, dass es da irgendwie was anderes regnet. Ich bin gerade nicht sicher, was. Und ich kann jetzt auf die Schnelle auch nicht Methan. Genau, möglicherweise Methan. Also, dass es da Methan regnet und Methanwolken gibt und Methanseen gibt. Und bei uns gibt es halt Wasserwolken und Wasserseen und Wasserregen und so. Und das ist halt alles einige paar hundert Grad kälter. Naja, gut, paar hundert Grad ist ein bisschen übertrieben. Aber es ist halt irgendwie, ne? 72 Kelvin. Ich das jetzt hier richtig interpretiere? Also 218 Grad kälter. CH4 bis N2 sollte es dort regnen. Das ist mir jetzt zu hoch. Also auf jeden Fall ein interessanter Ort, definitiv, wo es eben auch Gezeiten gibt, so wie bei uns. Nur eben, ach so, hier steht es, hier ist es CH4 minus N2. Ja, keine Ahnung, was es dann auf Deutsch heißt. Sind es irgendwelche Methanverbindungen oder sowas? Oder ist das die chemische Formel für Methan? Eigentlich nicht, ne? Methan, die irgendwas. Naja, ich bin nicht gut in Chemie. Ich habe Chemie auch gar nicht mehr gehabt in der Oberstufe und danach auch nie wieder. Also mich interessiert das Thema an sich, aber ich kenne mich halt damit nicht wirklich aus. Interessiert mich einfach nur. Genau, und von daher ist es sicherlich ein interessanter Ort, um den zu besuchen. Und von daher auch irgendwie nachvollziehbar, dass das hier das nächste Ziel ist, wenn man Space Ages erkundet. Und ja, danach könnte man sich dann halt vielleicht auch so ein Neptunmond, Uranusmond vielleicht noch vorstellen. Oder auch andere Monde. Um den Saturn. Ich glaube, gerade um den Saturn gibt es sehr viele interessante Monde. Da gibt es ja auch den Enceladus, den. Ups. Saturn, Mond, Saturn. Der so Eis ausstößt, wie verrückt. Keine Ahnung. Und der ja auch dafür verantwortlich ist, dass gewisse Ringe auch gebildet werden und sowas. Methan-Stickstoff-Verbindung. Okay. Also da gibt es sicherlich viele interessante Ziele. Und bei all diesen Monden gibt es auch irgendwie so eine unterirdische Schicht, die flüssiges Wasser bergen könnte. Ist ja hier auch bei dem. Beim Titan so. Rein theoretisch könnte es da halt dann auch Leben geben. Rein theoretisch irgendwie. Also, weil flüssiges Wasser muss halt bei irgendwie über 0 Grad existieren. Wobei, das stimmt nicht, ne? Unter gewissen Druckvoraussetzungen geht das auch anders. Aber da ist wieder eher der Chemiker gefragt. Oder derjenige, der sich mit Chemie auskennt und nicht ich. So, ein paar mehr noch. Naja, sie könnten schon noch mehr Erdzeitalter auch bringen, denke ich. Aber generell ist die Geschichte um den Weltraum ja noch lange nicht auserzählt. Also du kannst ja
Wie gesagt, du kannst ja, wenn du damit durch bist, dann noch weiter rausgehen oder noch andere Saturn-Monde angehen. Oder dann halt auch wirklich mal in ein anderes Sonnensystem gehen. Die Frage ist, was man sich da noch einfallen lassen kann, was dann da so existiert. Aber was ich unkreativ finde, ist nicht, dass man immer weiter in den Weltraum rausgeht, weil die Weltraumwelten, die sie bisher gestaltet haben, sind ja alle durchaus sehr unterschiedlich und auch sehr realistisch, ja. Also, das ist alles, sind alles Sachen, die rein theoretisch zumindest irgendwie eine gewisse Grundlage haben. Allerdings die Mechanik, die Spielmechanik ist sehr unkreativ, weil das immer das Gleiche ist. Man hat immer eine Kolonie und man muss da irgendwie seine 1, 2, 3 Gebäude bauen. Man hat kaum neue Gebäude für die Hauptwelt, deswegen war ja, hatte ja Zocket da auch arg Probleme, dann in den letzten Zeitaltern irgendwie noch halbwegs kreative Städte zu bauen für sein Zeitalter-Video. Und da muss ich es durchaus sagen, wäre es halt wirklich mal an der Zeit, auch die Spielmechanik jetzt mal wieder zu ändern und nicht einfach nur baue einen Außenposten, der ist wie jeder andere, den du vorher schon gebaut hast. Ja, das ist halt irgendwie langweilig. Das wäre zum Beispiel eine Option, ne? Dass die Hauptstadt umziehen müsste oder sowas, ja, wer weiß. Das wäre halt auch eine Möglichkeit für die Zukunft noch, dass man halt vielleicht irgendwann in ganz, ganz ferner Zukunft die Erde aufgeben muss oder sowas und dann dementsprechend seine Stadt aufgeben muss. Und man kann dann vielleicht mit irgendeiner Magic seine legendären Gebäude umziehen oder sowas, aber wer weiß. Naja, also Ideen, also einfallen lassen kann man sich da viel. Oder man verliert es vielleicht alles und man kann nur irgendwie seine Punktzahl behalten oder sowas, wer weiß. Forge-Punkte ausgeben. Na, hoffentlich finde ich hier irgendwas, wo ich das unterkriege. Muss ich ja eigentlich hier unten reinzahlen. Eiche ist auch nicht schlecht. 95. 75. Mache ich. Ja, die dann auch bleibt. Ne? Wie eine Möglichkeit. Eine zweite Stadt aufbauen, die dann eben auch bleibt und nicht nur ein Außenposten ist, der dann sofort wieder weg ist, wenn man das Zeitalter wechselt. Und wo man dann wirklich auch große Gestaltungsmöglichkeiten hat und nicht, naja, nur so ein paar Gebäude, wo dann am Ende eh nur zwei sinnvoll sind, nachdem man den Forschungsbaum durch ist und man den Rest alles wieder abreißt. Oder wo man eh nur diese Wohngebäude baut, um die Münzen zu produzieren. Hä? Keiner im Chat die ganze Zeit Plätze auf der Beta anbietet. Ach so. Sorry, P. Der braucht einen Moment. Aber ja, stimmt. Hast natürlich recht, hätte ich auch mal fragen können.
Aber ist mir gerade nicht in den Sinn gekommen. Nein. Jetzt muss ich nochmal 21 ausgeben. Naja, war ein bisschen voreilig. Direkt die 95 da rauszuhauen. Egal. Hallo Freakman. Du bist ja spät da. Möchtest du wieder Rocket League spielen? Du hattest mir gar nicht mehr geantwortet, oder? Hast du schon sehr viel trainiert in Rocket League? Kann ich noch mithalten? Besser spät als nie. Oh. Meine Produktion ist fertig. Auf meiner Hauptstadt. Und ich muss noch motivieren. Und ich merke langsam, dass ich nicht genügend die Gildengefechte spiele, denn ich bin insgesamt 5 Ränge schon abgestiegen in der letzten Saison. Schnell plündern. Ja, Marco, jetzt kannst du schnell plündern. Akaleke. Warst du vorhin schon dabei? Warst du vorhin schon dabei, wo ich über die Welt auf A geredet habe? Ich habe angesprochen, dass es manche nicht so gut fanden, dass ich ungefragt in ihre LGs gezahlt habe. Aber es gab jetzt definitiv auch ein paar Leute, die angeboten haben, dass ich bei ihnen einzahlen kann. Und Cyborg schaltet jetzt auch fleißig die ihr sein LG frei, also ein Zeus. Oder ihr Zeus, ich weiß nicht, ob sie wirklich männlich oder weiblich ist, auf jeden Fall weiblicher Avatar. Und das hilft dann auch schon mal, die Forge-Punkte unterzubringen. Und da die Stufe ja schon echt hoch ist, da die Stufe ja schon echt hoch ist, kann ich da sehr viele Forgepunkte unterbringen und muss nicht immer wieder nach Leuten suchen, wo ich dann mal so 10 bis 30 Forgepunkte unterbringe und dann mit der 1,9er Förderung dann noch so 3 maximal drauflege oder sowas. Okay. Ja, jetzt sind schon 2 Leute von auch vom Server D da. Okay. So, dann meine Einsammelroutine ist zuerst Leuchtturm und dann den Markusdom wegen der Boosts. Vorratsschub und Münzschub. Dann blaue Galaxie. Dann schaue ich in dem FOE-Helfer in der Ernteliste, ob ich Diamanten ernten kann. Es ist nicht der Fall. Das heißt, ich gehe nach blaue Galaxie-Ranking vor und sammle entsprechend die Gebäude ein, die dann da auch stehen. Nicht in der Reihenfolge, nicht unbedingt in der Reihenfolge, weil muss ich halt nicht, weil ich die auswendig kenne, die wichtigsten LGs. Und der Druidentempel ist diesmal dabei. Habe ich etwa tatsächlich noch meinen Discord an? Wollte ich doch gar nicht.
Ja, ich sammle alles einzeln ein, was in meinem FOE-Helfer, also in der Liste steht. Von den Gebäuden, die meine blaue Galaxie fördert. Und danach drücke ich auf den Alles einsammeln-Knopf. Badehaus, verlassene Anstalten. Habe ich schon. Huch, daneben geklickt. Dann den Sonnentempel. Den festlichen Kanal. Swendon. Swendon. Wenn man das so aussprechen sollte. Das Rad und die Mikawa-Brücke. Und jetzt drücke ich erst auf alles einsammeln. Denn, soweit ich weiß, sammelt ja sonst die blaue Galaxie nicht ein, wenn ich das nicht so mache. Und wenn es doch einsammeln sollte, dann ist es bestimmt nicht die richtige Reihenfolge, sondern eher zufällig. Okay. Ja, die sucht irgendwas aus. Das möchte ich natürlich nicht. Ja, genau, könnte man machen. Die Ehrenstatue einsammeln und das verdoppeln. Und das bringt was für die Rangliste, weil man dann ja Gildengüter spendet, weil das Ernten der Ehrenstatue ja Gildengüter in die Kasse spült und das würde dann statt 80 160 Gildengüter in die Kasse spülen. Und dadurch würde man mehr Plätze in der Gildenrangliste bekommen. Mir ist ehrlich gesagt noch kein Spieler mit einem goldenen Rahmen aufgefallen. Hast du schon welche gesehen, Leke? Also ich. Bei mir in der Gilde keiner. Hat schon jemand das Dummium gekauft? Gildenrangliste. Falls ich Gildenrangliste gesagt habe, natürlich Spielerrangliste. Und nicht Gildenrangliste. Bei dir in der Gilde, Pommes Pirat? Hat bei Toff jemand das Dummium gekauft? Also FOE Plus? Ich meine, den goldenen Rahmen, den finde ich ja ganz schön. Bei Blödlein und TR. Okay. Kann er ja mal hier in der. Ach, da sehe ich keinen. Ich meine. Also das, ich finde den Rahmen cool. Ich finde den Rahmen selbst cool. Ich würde den nicht ungern haben, aber für einen Monat, für den Preis. Also wie gesagt, ich hatte es ja angesprochen, für mich wäre es okay gewesen, das Ganze als Einmalpreis, weil man das dann behalten kann. Wenn man einmal irgendwie 79 Euro bezahlt, meinetwegen die 79 und nicht 39 oder 59 oder was es jetzt kostet tatsächlich. Ich
Ich muss dazu sagen, ich könnte es nicht mehr kaufen. Ich könnte es nicht mehr kaufen, weil ich habe FOI Plus gar nicht auf meiner Hauptwelt. Ich hab's nicht. Ich bin auch da in dem anderen Beta, in dem anderen Test drin. Ich habe die neuen täglichen Herausforderungen noch nicht und auch FOE Plus habe ich noch gar nicht. Also selbst wenn ich tatsächlich das Dummium kaufen würde, kann ich es nicht. Kaufen wollen würde, kann ich es nicht. Und möglicherweise gibt es deshalb auch noch relativ wenig von den goldenen Rahmen, weil es nur ein Bruchteil der Spieler kaufen kann. Meine Tochter meldet sich gerade. Vielleicht muss ich gleich mal rübergehen, wenn sie sich nochmal melden sollte. Oder sie geht alleine ins Schlafzimmer. Okay. So, jetzt muss ich nochmal lesen. Ich habe ganz schön viel geschrieben. Beim Moppeln aufgefallen, dass es welche haben. Ja, genau. Da würde es mir auch auffallen. Vielleicht haben es auch Leute und ich kann es noch gar nicht sehen, weil das Feature bei mir nicht aktiv ist. Dass ich den Rahmen auch gar nicht sehen würde. Das könnte auch sein. Also, dass es vielleicht schon einige bei uns haben oder auch in meiner Nachbarschaft haben, aber ich sehe es halt nicht, weil das Feature bei mir auch überhaupt nicht aktiv ist. So, mehr Rangpunkte durch Güterspenden. Ja, Spielerrangpunkte gibt es durch Güterspenden. Kannst du auch relativ einfach nachvollziehen, wenn du einfach mal guckst, wie viele Rangpunkte du hast. Ich habe jetzt hier eine 165 am Ende. Ich aktualisiere nochmal, indem ich F5 drücke. Und habe dann auch immer noch die 165 am Ende. Und wenn ich jetzt in die Gildenkasse. Verrat gerade unsere Gildenkasse. Nee, noch nicht. Aber gleich. Psst, nicht weitererzählen. So, wenn ich jetzt da 10. Machen wir mal so was Kleines. 10 Zuckerkristalle einzahle, dann habe ich nicht mehr 100, eine 165 am Ende zu stehen, sondern eine 660. Ja. Kann man auch bei Ranglistenpunkte. FOE. So. Hier sieht man ausgegebene Güter. Und je nachdem, in welchem Zeitalter man bezahlt, also Güter einzahlt in die Gildenkasse, bekommt man unterschiedliche Güterpunkte oder Ranglistenpunkte für die Güter. Genau. Okay. So. Ja, 59,5 pro Venusgut. War ja auch gerade da zu sehen in der Liste. Weiß ich nicht, was mit den 0,5 gemacht wird, ob der sich die dann merkt, die halben, die man quasi eingezahlt hat. Und beim zweiten Gut, das dann da oben drauf addiert wird. Oder ob es. Vielleicht ist es so, wenn ihr jedes Gut einzeln einzahlen würdet, würde immer aufgerundet werden.
Das heißt, es würde sich lohnen, jedes Gut einzeln einzuzahlen. Dann würdet ihr nämlich immer 50 Punkte kriegen, statt 49,5. Das wäre, Mensch, könnte man richtig viel Ranglistenpunkte zusammen schummeln sich. Okay. So. Ja, Wucher der Preis passt zu den aktuellen Spritpreisen. Ja, das wohl auch. Davon bin ich ja befreit von den Spritpreisen. Wobei die Strompreise werden bestimmt auch noch anziehen. Irgendwann, demnächst. Ja, mal schauen, was das wird mit FOE Plus. Also ich kann mir nicht vorstellen, nicht so richtig, dass es wirklich sich lohnt für Inno. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt ein paar Leute kaufen, einfach um es auszuprobieren und dann nicht verlängern nach dem Monat. Da werden wahrscheinlich nur wenige verlängern. Also es lohnt sich einfach von dem, was man dafür bekommt, nicht wirklich. Okay. FOI Plus 28 Tage 29,99. Ja, sie haben es zumindest ein bisschen günstiger gemacht. Auf dem Beta-Server war es ja für 49,99 und für 79,99 angeboten. Und jetzt sind sie auf 29,99. Und es gibt, glaube ich, auch das Angebot mit 49,99 gegangen. Aber trotzdem, es ist immer noch viel zu teuer für so wenig Features. Wenn man einfach mal bedenkt, du kannst halt ein wahnsinnig ausgefeiltes, großes Online-Rollenspiel dir für 15 Euro im Monat abonnieren. Wenn ich es jetzt mal mit World of Warcraft vergleiche. Das habe ich früher gespielt. Und da kommen regelmäßig Add-ons dazu. Okay, man muss die Add-ons dann einmal bezahlen. Nochmal extra das Add-on-Paket. Aber danach ist es halt das gleiche Abo. Und du bezahlst halt 15 Euro im Monat, wenn du kein längerfristiges Abo abschließt. Sonst gehst du noch im Preis sogar noch runter. Und bei einem Online-Browser-Spiel 30 Euro im Monat, also das Doppelte zu bezahlen. Nee. Da muss man schon sehr, sehr großer Fan sein. Das dauerhaft zu zahlen. Also ich kann es noch nachvollziehen, dass man sich das einmal kauft zum Ausprobieren. Vielleicht, ja. Klos. Der gleiche Avatar, deswegen war ich gerade verwirrt. Hat er jetzt seinen Stargazer angeboten? Ja. Okay. Pommes Pirat, bist du noch da? Was hast du auf C und was du auf B nicht hast? FOE Plus? Oder was meintest du? Was ich mir mal machen wollen würde, wäre auch so ein Rahmen hier, wo ich die Browserleiste verstecken kann. Und gleichzeitig dann mehr Platz habe für Last Follow. Weil wenn jetzt nicht gerade Rockstar abonniert, sondern abonniert, mir folgt, sondern jemand anderes, dann ist es möglicherweise hier zu lang und passt gar nicht mehr dahin. Also ich habe das jetzt so gestaltet, dass es hier genau hinpasst in den Bereich, in diesen leeren Bereich, wo von Forge of Empires nichts zu sehen ist.
Aber wenn der Name jetzt länger ist als der von Rockstar, dann wird nichts angezeigt. Das ist natürlich sehr ungünstig. Also wäre der Name einfach nur abgeschnitten, würde man zumindest noch den Anfang sehen können vom neuesten Follower oder neuesten Abonnenten. Aber so ist es halt unschön. Und es könnte es halt so machen, dass ich einfach die Leiste hier lasse und dann was über die Browserleiste drüber lege. Aber dann ist das Gesamtbild halt ein bisschen kleiner. Überzeugt mich noch nicht so ganz. Ich habe einerseits war ich noch nicht fleißig genug, um das zu bauen, und andererseits überzeugt es mich noch nicht so ganz, dass ich das wirklich so machen sollte. Ja. Forge Plus, okay, tatsächlich. Auf manchen Welten hast du es. Okay, interessant. Ja, ich habe es auf Beta. Okay, wenn das geht, dann das wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn man das machen kann, dass es so durchrollt und dann doch angezeigt wird. Dann müsste ich mal gucken. Ich habe das mit Stream Elements gemacht. Geht das bei Stream Elements? Dass es dann so rollt? Dann wäre es eine Möglichkeit. Ja, bei dir ist es mit Rollen, aber vielleicht hast du das über einen anderen anderes Add-on gemacht. Okay. So, hier sollten jetzt die 5-Minuten-Produktion. Ist ja schon lange fertig. Ach nee, das ist ja hier eine andere Welt. Andere Welt, anderes Glück. So, reicht aber leider nicht ganz, um die Güter fertig zu kriegen, ist die Classic-Welt. Würde ich jetzt auch wieder ein Güterangebot stellen, das mir dann hoffentlich angenommen wird. Vielleicht kann auch der Freakman jetzt zur Hilfe eilen, wenn er jetzt dann da ist. So, zum Beispiel Kupfer gegen Gold und zurück. Gold, Kupfer. Mache ich mal, keine Ahnung, 100. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel ich brauche. Falls du die hast, die Güter. Ich stelle es auch in den Gildenhandel ein. Ist das U? Ist U, ja. Ja, gerne, gerne. Lieber Pi. Ich schicke dir das Angebot. Ja, und nehme die Freundschaftsanfrage an. Und so. Okay. Dankeschön. So, eine 8-Stunden-Produktion, na, das ist ja vielleicht hier gerade in Arbeit. Da habe ich jetzt wahrscheinlich schon zu viel von abgeholt, um das fertigzustellen. Oder reicht es gerade so? Ja, es reicht. Sehr schön. Oh, hier hänge ich ja noch mehr hinterher. Da hänge ich ja noch mehr hinterher. Muss ich gleich nochmal machen. Nochmal der gleiche. Die gleiche Chose. Die Angebote, die sind ja dann wieder aktuell, wenn ich sie erneut einstelle. Mit den gleichen Werten natürlich einstelle, weil sonst sind sie nicht wieder da. Aber das ist interessant, denn wenn ich jetzt hier auf die Nachricht an. Habe ich die nicht abgesendet? Aber du hast trotzdem angenommen. Ich habe anscheinend die Nachricht nicht abgesendet.
Oder Pi? Wäre auf jeden Fall gut, wenn du nochmal annehmen könntest. Oder wird es nicht in die Friki Pio? Tututu. Okay. Interessant. Das kam auch gar nicht in meiner Nachrichtenliste an, oder? Jetzt erst. Na, dann habe ich es wahrscheinlich nicht abgeschickt. Ja, Freakman, habe ich vergessen. Ist es deine Hauptwelt? Ah, okay. Weil die dann raus sind. Ah, macht Sinn. Die sind ja dann raus, die Handel. So, und dann muss ich noch Kämpfe machen. Deine Bannwelt. Okay. Das macht mich traurig. Deine Bannwelt. Okay. Ja, kämpfen muss ich auch noch. Das ist doch mal wieder eine gute Motivation, hier in der Gildenexpedition voranzuschreiten. Wobei das sowieso hier gut ist, weil ich hier die Gildenexpedition auch so oft wie möglich durchspiele auf der Welt. Weil es einerseits geht, weil ich die genügend Güter produziere. Und andererseits auch, um Classic weiter voranzubringen. Eine Bannwelt ist eine Welt, auf der man nicht spielen kann, weil Inno einen dort gebannt hat. Also, weil sie dort dich blockieren, weil man irgendeinen Regelverstoß nach Ansicht von Inno begangen hat. Ob der nun begründet oder unbegründet ist, Inno ist da dann am längeren Hebel. Und wenn du nicht irgendwie beweisen kannst, dass du ja nicht aktiv jemanden pushen wolltest oder irgendwas, sondern naja. Ja, also kann man dann halt nichts machen. Dann bleibt die Welt halt gebannt. Oder, also ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch was machen kannst, ob du mit denen reden kannst, dass sie dir irgendwie LGs runterstufen oder irgendwas. Ja, Pushing ist relativ, genau. Also im Prinzip könnte hier Harley und ich könnten jetzt wegen Pushing in auf A angemahnt werden. Aber ich habe halt da keinen Einfluss drauf. Der zahlt halt bei mir einfach ein. Also ich habe nur insofern Einfluss drauf, dass ich meinen LG nicht freischalten könnte, weil er mir einzahlt. Aber das sehe ich jetzt auch nicht ein. Dass ich mein legendäres Gebäude nicht freischalte. Und die meisten, naja, die meisten ist vielleicht übertrieben, aber viele wissen das auch gar nicht, dass man durch das Nicht-Freischalten dann auch das weitere Leveln verhindern kann. Deswegen schalten relativ viele Leute einfach auch die legendären Gebäude einfach so frei, ohne dass sie
Ein Wunschbrunnen. Darf ich hier nicht bauen? Schade. Ja, ohne dass sie das entsprechende Level schon abgesichert haben. Und das kann insbesondere dann bei der Arche schon ein Problem sein. Ich müsste den Spieler melden. Ich meine, es ist ja legitim eigentlich auch, dass er versucht, Blaupausen zu sammeln. Er sammelt halt Blaupausen für den Zeus und macht es bei mir. Ungefragt. Er zahlt einfach ungefragt in meinen Zeus ein. Wie verrückt. Und, das weiß ich nicht. Warum muss ich ihn dafür melden? Ich meine, das ist halt eine gute Möglichkeit, an Blaupausen zu kommen, in ein legendäres Gebäude einzuzahlen und dort möglichst Platz 1 zu holen. Und dann kriegt man halt eine große Menge an Blaupausen. Und wenn man auf die Forgepunkte sowieso nicht so scharf ist, ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich habe eher divers eingezahlt bei mir in der Gilde, aber im Grunde habe ich ja das Gleiche gemacht, wo ich dann zum Vorteil der Gildis so ein bisschen oberhalb der 1.9er Förderung die legendären Gebäudepositionen im Zeus belegt habe. Könnte jetzt auch als Pushing gewertet werden, aber ich sammle Blaupausen und mache nichts anderes. Und mit dem Helfen kann man zwar auch Blaupausen sammeln, aber das ist halt ungezielt, ne? Also das ist halt wie ein Schrotflintenschuss auf 150 Meter auf ein bewegliches Ziel. Wahrscheinlich eine Birke, die rennt immer so schnell. Und ja. Und ob du da dann eine Zeus-Blaupause bekommst, das ist dann reiner Zufall. Aber wenn du in ein legendäres Gebäude einzahlst, dann ist es sehr sicher, dass du da die Forgepunkte bekommst. Insbesondere wenn du es schaffst, bis auf Platz 1 zu belegen. Ja. Angenehme Nachtruhe. Wer geht denn jetzt? Pommespirat, du? Schlaf gut, Pommespirat. Ich glaube ja. Schön, dass du da warst. Ich werde mal hier die neuen ausprobieren. Davon habe ich so viele. Ist einer gestorben, leider. Naja. So. 8 Stunden Schlaf, das ist gut. Das ist gut, das möchte man immer haben. Oh, ich muss das trinken. Wobei 8 Stunden brauche ich gar nicht. Ich wach nach 7 eh auf. Nach 7 auf jeden Fall. Und bin auch wach. Nochmal. Ich erstelle nochmal einen Handel, Pi. Kannst du gerne auch nochmal annehmen. So, 100 Kupfer gegen 100 Gold. Und umgekehrt. Ja, ich glaube, das wird
Also ja, theoretisch ist auch eine 1,9er Förderung Pushing, insbesondere dann, wenn der Spieler dann noch keine Arche hat oder keine Arche, die eine 1,9er Förderung unterstützt. Was ja bei mir der Fall ist auf A. Aber ich glaube, wer mit 1,9 belegt, der wird nicht mehr wirklich als Pusher angesehen werden können. Schon allein, weil einfach die meisten Gilden es erfordern, dass du mit 1,9 belegst. Also, ich übertreibe wieder, wahrscheinlich sind es nicht die meisten, es sind die großen Gilden vermutlich. Es gibt wahrscheinlich viele kleine, bei denen es nicht nötig ist, aber es gibt halt bei sehr vielen Gilden definitiv 1,9er Förderung, also auch die entsprechenden Chats. Und wenn du da drin einzahlst, dann musst du halt mit 1,9 belegen. Egal, ob du jetzt eine Arche hast oder nicht. Ja, das macht er ja auch. Der spielt auch weiter. Und bei dir war das Freakman, weil du sonst die Welt relativ ruhen gelassen hast und nur Wunschbrunnen eingesammelt hast. Und deswegen haben sie das dann als Pushing angesehen, oder was? Ja. Aber es ist natürlich. Aus meiner Sicht ist es ziemlicher Quatsch. Also dich dafür, ja, sehe ich nicht wirklich. Ich fühle es nicht, Inno. Ja. Okay, so. Ich meine, wenn du eine Wunschbrunnenstadt hast, dann hast du da vielleicht ein oder zwei LGs drin. Vielleicht einen Zeus wegen der Quests für die Events, um weitere Wunschbrunnen zu kriegen. Und vielleicht auch nochmal ein anderes Kampf-LG, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich lohnt sich dann doch eher irgendwie ein anderes Kampfgebäude. Und vielleicht die blaue Galaxie, um die Wunschbrunnen, wo Diamanten drin sind, zu verdoppeln. Und wenn du die halt auf einem gewissen Level hast, wo du vielleicht dann keine Blaupausen mehr hast oder sie auf einem gewissen Level hast, wo sie auf maximaler Effizienz sind, wo sollst du dann hin mit deinen Forgepunkten? Im Prinzip ist dann alles Pushing. Kannst machen, was du willst. Du kannst ja die Forgepunkte dann ausschließlich im Inventar behalten, um nicht als Pushing angesehen zu werden. Was machst du jetzt auf den anderen Welten mit deinen Forge-Punkten, Freakman? Hast du da noch LGs, die du selber fördern kannst? Okay. Gut. Du hast dich also von Inno läutern lassen und diverse andere legendäre Gebäude aufgestellt, die du auf deiner Wunschbrunnenwelt eigentlich nicht brauchst, einfach um zu simulieren, dass du aktiv spielst, aber eigentlich nur Forgepunkte die du loswerden musst, um die Leiste wieder freizukriegen. Was man ja auch haben muss. Man muss ja die Leiste frei haben, um Quests zu machen. Das war jetzt auch mein Problem, warum ich immer versuche, die Leiste freizukriegen und warum ich auf A bei Gildenkollegen dann einfach was eingezahlt habe. Auch um die Quests machen zu können, um Forgepunkte kaufen zu können, weil hier Plus ist halt ausgegraut, wenn man die Leiste voll hat, dann kann man halt keine Forgepunkte kaufen.
Wofür musstest du das, Freakman? Dafür, dass du die anderen Accounts betreiben darfst, oder? Wollten sie dich generell bannen? Jetzt ist nur U gebannt, oder wie? Mach ich da mit? Ja, mach ich mal mit. Beim Ranger. Schon gelevelt. Gut. Kappa. Ja, die mögen das möglicherweise nicht, aber das ist ja nun mal von ihnen so ermöglicht worden. Ich meine, dann sollen sie die Wunschbrunnen nerfen, aber nicht die Spieler dafür angehen, dass sie eine Spielmechanik benutzt haben, die ganz offensichtlich kein Bug war. Also es gab ja dieses Bug-Thema schon mal mit Falco. Ich glaube, das war auch an einem Stammtisch, wo darüber diskutiert wurde, was jetzt Bug-Using ist und was nicht. Aber Wunschbrunnenwelten aufzubauen, ist ja wohl nun definitiv kein Bug-Using. Und dass sie dich dafür irgendwie extra bestrafen und dir dann da irgendwie extra eine Sch dich irgendwie extra hart rannehmen. Das kann man jetzt wieder klippen. Ja, ist halt unfair, aus meiner Sicht. Ist doch egal, ob du jetzt viele Wunschbrunnen hast und dadurch keine Diamanten kaufen musst. Ich meine, Inno hat es ermöglicht. Dann hätten sie es nicht ermöglichen dürfen. Und wenn sie ein Problem damit haben, dann müssen sie halt die Wunschbrunnen verändern. Dann sagen sie halt, es gibt nur noch 5 Diamanten oder weiß ich was und dafür mehr von irgendwas anderem, was nett ist. Das wird natürlich vielen nicht gefallen, aber ja. Das wäre zumindest nicht unfair gegenüber einzelnen Spielern. Passen genau 10 rein. Cape 1 und Zeus 9. Zeus immer super gerne. So, und den Rest kriegt jetzt wieder Cyborg. Für Platz 3. Okay, 40 Güter auf A. Vielleicht kann den Handel auch noch jemand annehmen. Nehme ich jetzt mal. Ist ja eigentlich auch scheißegal, was ich nehme. Es muss nur aus demselben Zeitalter sein. Am Ende ist es ja wieder der gleiche Wert, ist ja ein Ringtausch.
Leke, kannst du vielleicht annehmen? Ja, viel Zeit hat man definitiv dann reingesteckt in die Freakman, danke dir. Jetzt habt ihr es beide angenommen. Soll ich nochmal Handel einstellen, dass ihr wieder zurücktauschen könnt jeweils? Oder ist es okay so? Für dich auch, Freakman? So, 6 Kämpfe gewinnen. Na, mal schauen, ob ich das hinkriege. Die brauche ich schon mal nicht. Schwere. Schnelle. Piekser. 3 sogar. Und ein Bogey. So, direkt mit Kontereinheiten ist nicht das Effektivste, aber ist eine schöne Mischung für den Autokampf. Wenn man die ungebundenen oder nee, die gebundenen Einheiten wegspielt, dann ist es immer eine relativ gute Mischung. Ist nur nicht so einfach, 6 Kämpfe zu gewinnen, dafür habe ich dann nicht genug Einheiten. Aber da werde ich mir dann noch ein und auch nicht genug Versuche gerade. Werde ich mir noch ein paar Nachbarn vornehmen. Eisenzeit ist ja dann auch wieder nicht so einfach. Da erstmal jemanden finden. Na, schon ein Treffer. Na, das war doch glücklich. Und die sind immer so zusammengeknubbelt ein bisschen, die Spieler, die das schon freigeschalten haben. Kann ich jetzt gegen alle kämpfen? Ungewöhnlich. Nee, bei dem ist es nicht so. Okay, ist eh schon fertig. Okay. Ja. Ja, kann ich verstehen, Freakman. Insbesondere mit der Erfahrung, dass man dann so dass man, ja, wie soll ich sagen? Dass man so behandelt wird für was, was im Prinzip jeder macht, der irgendwie effizient spielt. Du brauchst halt keine vielen legendären Gebäude auf deiner Wunschbrunnenwelt. Den Platz hat man aber wahrscheinlich, um die bauen zu können. Ja, und wenn du das Problem hast, an Blaupausen zu kommen, im Prinzip, ne, muss man ja dann in legendäre Gebäude spenden. Aber das darf man ja nicht. Darf man schon, aber naja. Nicht so, dass es irgendwie als Pushing angesehen werden könnte, Chateau. Man muss sich vorher merken, wo man einzahlen muss, bevor man dann einfach den Chat schließt.
Okay. Aber, also ich bin jetzt ein bisschen vorangekommen, auch mit eurer Hilfe, in der Questline, aber ich habe immer noch sehr, sehr viel zu tun. Und arbeitsmäßig habe ich im Moment relativ viel um die Ohren und nicht so wirklich Zeit. Also ich verliere das auch einfach aus den Augen. Ja, also sonst ist es so, wenn ich jetzt irgendwie auf was warten muss, ich irgendwie ein Programm neu öffnen muss oder sowas, ich arbeite ja zu Hause, dann kann ich ja mal schnell rüber gucken und gucken, ist es jetzt hier fertig, die 5 Minuten Produktion, kurz einsammeln, neu einstellen und wieder zurück. Aber im Moment habe ich halt wieder so viel auch Anspruchsvolles, dass ich das komplett vergesse. Okay. Ja, aber ich bin ein bisschen vorangekommen. Hier ist die Produktion noch fertig. Das werde ich definitiv noch machen. Hier habe ich auch den Fehler, dass ich manchmal, wenn ich auf diese Kisten klicke, die Meldung nicht angezeigt bekomme, was ich bekommen habe. Aber es kann sein, dass sie den Fehler behoben haben, weil den. Jetzt habe ich es eigentlich immer gehabt. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. So, Pi. Wohin mit den 25 Forgepunkten? Dann pushe ich dich doch, oder? Kannst mich überholen, ist okay. Okay, so. Dann muss ich jetzt hier mein Zeus wieder einziehen. Und dann habe ich wieder Fläche für. Ach, das hätte ich auch so geschafft. Das hätte ich auch so geschafft. Naja. So, Gain Population kriege ich auch noch hin. Ist vielleicht übertrieben. Wie viel soll ich? Noch 100. Drück den falschen Knopf. 108, das passt. So, 4 Kämpfe gewinnen, ohne zu verlieren. Ja, kriege ich hin. Beta-Snipen. Einen komischen Namen für deinen. Das ist schon wieder irgendwas Anstößiges, oder? Nicht, dass der Hase noch im Chat ist. Wie weit seid ihr denn so auf der Beta? Seid ihr denn.
Nee, hier ist keiner. Hier ist keiner in der neuen, im neuen Zeitalter. Auch nicht Rossi, die ja schon recht weit ist. Und sicher auch nicht Pi. Beide im Morgen. Seit gestern, okay? In Zeus einsaugen, ja. Was kann man denn da falsch verstehen? Huh? Saugt ihr euren Zeus nicht ein? Engel hat einen Beta-Account bekommen mit der neuen Welt. Verstehe ich jetzt nicht, was du meinst, Pi? Von Inno? Aber was heißt das? Aber deswegen ist doch Engel jetzt nicht im neuesten Zeitalter, oder? Also in der anderen Welt, ne? Also in einer anderen Beta-Welt, in einer versteckten Beta-Welt, nicht auf Donasund. Oder wie? Ach, nicht mit ihrem, einen neuen Account. Okay. Und bekommt Engel das, weil Engel aktiv Bug-Reports macht? Oder ist es reiner Zufall? Also wer das bekommen kann. Dass es jeder Beta-Spieler bekommen kann. Theoretisch. Wegen des Royalty-Programms. Vielleicht. Yes. Nächste Quest abgeschlossen. Jo, 8 Stunden laufen gerade, würde ich sagen. Das ist dann morgen früh abgeschlossen. Und dann bin ich auch fast durch. Da bin ich, denke ich, ziemlich im Zeitplan dann morgen. Ich denke, ich bin ja tagesaktuell, wenn die 8 Stunden durch sind. Oder zumindest fast. So, hier kann ich noch bis zum nächsten Hütchen spielen. Schachmattplatz, auch nicht schlecht. Eine 6, wow. Nochmal ordentlich Forge-Punkte bekommen. Pi, jetzt hast du schon gelevelt, oder? Soll ich nochmal einzahlen? Ich hätte hier noch 35 rumzuliegen. Danke, danke. Ich zahle einfach nochmal ein in die nächste Stufe. Wie gesagt, schieb mich einfach hier auf Platz 5 oder so. Muss da keinen Plus machen. Aber danke dir. Jetzt habe ich ein bisschen Puffer. Platz 1 geht klar. du bist krankgeschrieben, okay. Ja, dann gute Besserung, Pi.
Gut, ja, aber schön, dass du so lange da warst. Aber der Grund ist natürlich dann nicht so schön. Dann wünsche ich dir eine gute Besserung und ich bin auch mal raus, Marco. Also nicht nur du, sondern auch ich. Ich muss morgen dann auch entsprechend früh wieder raus. Und von daher werde ich jetzt Schluss machen. Und ich habe mich gefreut, dass im Chat so rege Beteiligung war und dass ihr mich unterstützt habt beim Durchziehen der Quests. Und ja, auch für den Follow von Rockstar danke nochmal und fürs Raiden von FOE-Statistiken. Und sonst würde ich mal, ach so, hatte ich überlegt, ob ich vielleicht den Mittwoch einfach regelmäßig mache. Also ich hatte jetzt die letzten 3 Mittwoche. 3 Mittwoche, heißt es so? Ich hatte jetzt die letzten 3 Male am Mittwoch gestreamt. Und ich glaube, das letzte Mal war jetzt nicht so interessant. Heute war es wieder ganz okay. Wir haben ein paar interessante Dinge uns angeschaut, glaube ich. Und vor 14 Tagen hatten wir ja auch das Event. Das war, glaube ich, auch ganz gut, der Stream. Weiß nicht, könnt ihr am besten beurteilen, welche Streams besser sind oder schlechter sind. Also von meinem Gefühl fand ich den letzte Woche nicht so ergiebig. Da habe ich halt nur so meine Welten gespielt und nicht über groß was geredet. Dieses Mal hatten wir ein paar interessante Themen, außer durchklicken. Und vor 14 Tagen war halt ein sehr interessantes Thema mit dem neuen Event. Und im Rückblick auf die alten Events war für mich interessant. Hoffe für euch auch. Und sonst sage ich dann mal Tschüss an euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Pi, wenn du tatsächlich vorher schon geschlafen hast, dann bist du jetzt wahrscheinlich auch noch relativ wach. Ne? Und brauchst vielleicht noch einen Anschlussstream. Und von daher werde ich mal schauen, wer denn noch online ist, wo ich hinraiden kann. Tja. Okay, also von den üblichen Verdächtigen ist niemand mehr online. Und dann schaue ich mal, was Spiele betrifft. Ich hab jetzt mal Portal hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendjemand von euch noch mein Portal Stream geschaut hat, meinen ersten von letzter Woche. Ich werde auf jeden Fall Portal auch noch weiterspielen und mit den Zikas dann vielleicht demnächst auch den Koop-Modus mal und mir mit ihm anschauen. Da müssen wir uns aber dann nochmal zusammen planen. Amurant ist da. Ja, vielleicht macht sie gerade ein paar frische Cutie-Patooties. Und ihr könnt es live miterleben. Ist halt die Frage, ob man das möchte. Also das kann natürlich auch, also das ist natürlich dann grenzwertig. Also da würde ich dann ungern hinraiden. Das kann dann für viele verstörend wirken. Ich komme gerade mit Twitch nicht klar. Ich komme gerade mit Twitch nicht klar. Ah, okay. So, Forge of Empires streamt niemand mehr außer ich. Wie zu erwarten war. Aber es gibt ein paar Leute, die Portal streamen. Und ich schau mal, ob jemand auf Deutsch Portal streamt. Sieht schlecht aus. Und Portal 2. Sieht auch ziemlich schlecht aus. Text durchsuchen. Nö.
Dann raide ich einfach mal zum kleinsten Portal-Streamer und ihr könnt ja dann einfach wieder rausgehen, wenn es euch nicht passt. Aber er ist tatsächlich jemand, der gerade Portal anfängt. Und vielleicht ist es ja ganz gut, was er streamt. Und die Rate-Punkte kann man dann noch mitnehmen. So, jetzt muss ich noch mit nochmal mit Twitch heißt das, klarkommen und den Rate-Knopf finden. Es ist jemand, der 26 Follower hat und gerne 36 möchte. Hat er zumindest eingestellt als Ziel, wie ich gerade sehe. Okay, dann raide ich ihn mal und dann ist aber Englisch, ne? Dann sage ich Tschüss und bis bald mal wieder. Vielleicht demnächst wieder mit Portal. Ciao, danke fürs Zuschauen. Ja, bis zum Wochenende bestimmt. Bestimmt spielen wir mal wieder am Wochenende Rocket League. Need to go up. What the heck? Chris Nane. Guys, I started streaming like 2 seconds ago. Please proceed into the chamber lock after Hello. completing each task. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This aperture science material and emancipation grid will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the aperture science Hi, field Chris Nane. storage. How are you doing? Thank you for rating my stream. Was not expecting anyone to be rating my stream today. Pretty cool. Are you a Portal streamer? Do you stream Portal or is it? I don't know. What are you doing here? That's what I want to know. Hey Tom, how you doing? Watching the Portal speedrun, and I wanted to try to do some of I don't know what you call it, the techs, the strats. You, Chris Nane, do you play? Are you a Portal streamer? Like you, that's what you do for Portal? Like you solely subsist. On Portal. Possibly one and two. But, yeah, I'm the lowest view count because I started streaming like 3 seconds ago.
But also, I don't have any gear, so that's true too. Boom. That's what I do too, Chris. That's how I do it. You gotta support the little guys. Alright. I don't know exactly the way to do these things, but it could definitely be faster. I did start a portal stream last week. I plan to do the co-op on stream, but give an insight first. Give an insight. Oh, you mean an insight on what portal is to your stream? I see. Alright. I think you can. Okay, this was a fun one. I practiced that one a little bit. You played Portal years ago and it's still great. Portal is amazing, and the more I play like newer games, the more I fall in love with the bugs and movement that make this game potentially easier. I don't know. No. Dang it. Like, for example, just the movement in Portal 1 feels better than Portal 2, because they fixed a lot of movement bugs with that game. But you got the, you got air control in this game. You've got some movement bugs with bunny hopping that I could potentially learn. You can bind your scroll wheel to mouse down. Alright. Oh. I forget. The pros, they quick save all the time, just in case they make a mistake. So, F6. You're supposed to be able to do this. Ugh, I screwed it up. But that's how you're supposed to do it. I'm not going to do it that way. I'm not good enough. Oh, right now. What am I doing? Portal best game of all time. That's a hot take, but I think it's a take worth having. This is not the speedrun strat. Like reading chat, missing the timing. Backwards hopping is something of the speed run. Can't even. I don't know what that sentence was, but alright. The enrichment center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it. I mean, there's a lot of good games out there. I would say it's got that. Portal is unique, and it's got a really good story. Hello again. To reiterate, previous morning. Right.
You drop down here. No. What you're supposed to do is look up here. Then it does that thing. You shoot it here. And you jump down. And it instantly works. You don't have to wait for it to go again. It's just a tiny skip, but it adds up. Which chamber are we on? Hold up. Can I do it? I did it. Okay. Alright, F6. Saved. We're through. That's it. That's the skip that's like worth a lot of time. Deus Ex, fun, good story, good branching, bonus, conspiracy theories, real. Real theories, not true theories. Yeah. They're pretty good. Hello. What's going on here? Boop. 3. Alright. If I was a real speedrunner, I'd be able to just throw it down there. And it would work. But I can't do that. Right. Good to have the distinction between good theories and maybe not true.